Das ACO Autohaus Henke in Nieski wurde am letzten Februarwochenende wieder einmal zum Mekka aller Dampfmaschinenfreunde. Bereits zum 11. Mal präsentierten sich hier große und kleine Dampfmaschinen den Besuchern. Diese wurden schon bei ihrer Ankunft vom Geknatter der Motoren empfangen. Neben Lanz Bulldogs und diversen anderen Maschinen konnte Günther Freudenberg mit einem Gasmotor die Technikfans besonders begeistern. Das ist ein Gasmotor, ein Deutz-Gasmotor von 1898, der an und für sich mit Leuchtgas, also Stadtgas, betrieben wurde. Und daher und zum Vorführen habe ich mir umgebaut auf Rohrbahngas. Diesen Motor gibt es sicher nicht mehr viel, denn von 1898, das ist bisher bestimmt alles in Schrott gewandert. Wie viel Zeit und wie viel Geld muss man investieren, um aus so einem nostalgischen Schrott wieder eine funktionierende Maschine zu machen? Die Zeit wird nie gerechnet. Geld in dem Sinne, dass man die Arbeiten, die ich nicht selber machen konnte, also wie zum Beispiel das Lackieren, das habe ich machen, das muss man natürlich bezahlen, oder die Schwungscheibe schweißen hier, das muss ich fremdarbeiten, aber naja, das ist eben das Hobby. Dichter Andrang herrschte im Showroom des Autohauses. Mehr als 100 Aussteller präsentierten ihre stationären und mobilen Dampfmaschinen den interessierten Besuchern. Aus Chemnitz sind welche da, aus der Nähe von Leipzig, aus Annahütte, schon bald in Sachsen-Anhalt. Also wir sind schon über die Grenzen hinaus. Cottbus ist immer vertreten und na, das Oberland sowieso. Neben vielen bekannten Gesichtern konnten die Besucher auch neue Aussteller hier finden. Zum ersten Mal mit dabei war Andreas Mattes aus Stadtwehlen bei Pirna. Also ich habe hier mehrere unterschiedliche Dampfmaschinen mitgebracht. Zum einen mobile Maschinen, Traktor. Ich habe auch stationäre Maschinen, teilweise mit Gas beheizt, teilweise hier im Gebäude mit Pressluft betrieben, teilweise elektrisch beheizt. Welche die Kraftmaschinen antreiben, also einen Generator antreiben, und diverse Schiffsmaschinen, die alle funktionstüchtig sind. Ich bin schon das dritte Mal hier, ja, und es ist immer sehr schön hier, immer letzte Februarwochenende, immer erstklassig. Ja. Was zeigen Sie denn? Ja, und ich zeige jetzt hier meine dampfbetriebene Brikettpresse, ja, die ich in Eigenleistung ja alles gebaut habe. Nach Vorbild aus dem Museum in Knappenrode und auch in der Brikettfabrik Luise in Domsdorf habe ich Maß genommen, ja, und habe dann Konstruktionen alleine gemacht und die Maschine dazu gebaut hat. Und stecken ungefähr 2000 Arbeitsstunden drin. Ja. Die Dampfmaschinenausstellung fasziniert sowohl junge als auch ältere Besucher. Viele Kinder stehen alljährlich mit großen Augen vor den Modellen und versuchen, ihre Funktion zu ergründen. Viele Opas kommen mit ihren Enkeln hierher, um ein Stück Kindheitsgeschichte weiterzugeben. Die Opas können sich noch daran erinnern, wie es damals gewesen ist. Und die Kinder, die ganz Kleinen, die sind fasziniert davon. Ja, denn dort zählt ja auch alles, was sich bewegt und was man anfassen kann. Natürlich gehört Fachsimpeln unbedingt zu solch einer Ausstellung. Erfahrungen austauschen und neue Pläne schmieden. Die Aussteller müssen sich vielen neugierigen Fragen stellen. Was wollen die Leute wissen, was interessiert sie so? Ob das Original ist oder Eigenbau. Und wenn ich sage Eigenbau, kriegen sie das Grübeln. Dass man eigentlich sowas gar nicht herstellen könnte. Aber es ist an dem. Macht man das? Weil Ersatzteile kriegt man sicherlich nicht zu kaufen, oder? In der Größenordnung dann nicht mehr. Und Glesco kann jeder kaufen, sage ich mehr, ohne handwerkliches Geschick. Und hier muss man doch ein bisschen zeigen, dass man mal was gelernt hat in der Jugend. Auch im 11. Jahr hat die Dampfmaschinenausstellung nichts von ihrem Reiz verloren. Was mit 20 Modellen einst begann, hat inzwischen Kultstatus bekommen. In der Szene der Bastler, Techniker, Tüftler und Aussteller hat sich dieser Termin in Nieski längst herumgesprochen. So kommen die Besucher des Autohauses Henke immer wieder in den Genuss neuer, faszinierender Maschinen. Wie viel Zeit und manchmal auch wie viel Geld da drin stecken, können sie nur erahnen. Jeder hat so sein bestimmtes Hobby, und wenn man einmal infiziert ist, werden die anderen hier ihn bestätigen können,
dann lässt einen das nicht wieder los. Weil hier ist es ja auch noch so, dort kann man die Technik noch richtig sehen. Also wenn sich was bewegt und da die Kraft übertragen wird, das kann man mit den Augen mitverfolgen. Das ist eine einmalige Sache. A, es ist beruflich bei mir bedingt. Ich habe mal Lokomotivschlosser gelernt, Dampflokomotivschlosser. Bin damit natürlich mit Dampf verbunden. Und das ist eine Sache, die eigentlich ausgestorben ist in der heutigen Zeit. Heute dominiert der Computer, wo man hier reinsehen kann. Und hier sieht man doch, wo sich was bewegt, was dreht. Was eigentlich auch für einen Großteil der Kinder interessant ist. Denke ich mal so. Dass der Funke der Begeisterung überspringen kann, wird bei Dominik deutlich. Gemeinsam mit seinem Vater Jens Heschke präsentierte er bereits zum zweiten Mal den Nachbau des ersten Benzmobils. So sah Autofahren vor 120 Jahren aus. Tausende mögen es gewesen sein, die den Weg zur Ausstellung gefunden haben. Dabei stimmte nicht nur die Präsentation, sondern auch die Versorgung der Besucher. Also ich bin sehr zufrieden. Auch der Henke, der hat sich ja draußen um die Freiluft alles gekümmert. Auch die Versorgung, die Gastronomie ist ja auch schon gestiegen. Ich meine, wir haben einen Fischmensch, wir haben einen Zuckerbäcker, wir haben so einen Bäcker, wir haben unsere Dieselbockwurst, die berühmte. Ach, und es gibt es eigentlich nicht, was es nicht gibt. Getränke, Kuchen hier vorne. Und alles wird von den Mitarbeitern der Firma Henke heute organisiert und auch durchgeführt. Bescheiden und voller Ehrfurcht vor den Veteranen traten die Hightech-Modelle der Opel-Flotte an diesem Tag in den Hintergrund. Verstecken brauchten sie sich aber nicht. Und so beendete manch ein Besucher seine Zeitreise in die Vergangenheit mit einem Blick in die Gegenwart der modernen Fahrzeuggeschichte.